Leserinnen und Leser der MZ. Liebe Grüße aus Berlin. Eure Linda. Mach mal laut hat natürlich die Botschaft, laut zu machen. Allerdings nicht nur, was die Lautstärke angeht, sondern auch, was die Gefühlswelt angeht. Einfach mal die Gefühle auf laut stellen, zu sich selber stehen, bedeutet natürlich auch, wer laut sein will, der muss auch leise sein können. Denn nur wer in sich ruht, der ist auch bereit, um richtig aufzudrehen. Und das ist eigentlich die ganze Botschaft von Mach mal laut. Die Playboy-Fotos sind für mich auf jeden Fall etwas sehr Verrücktes, etwas Unerwartetes, aber auch etwas mit sehr viel Humor. Und wenn man es so sieht, ja, vielleicht auch wirklich für mich eine Art zu sagen, mach mal laut, schmeiß weg, was du nicht wirklich brauchst. Aber für den einen oder anderen ist das vielleicht sogar völlig normal. Für mich ist es was völlig Verrücktes und das war ein lustiger Exkurs. Der Mai hätte für mich nicht besser und lauter sein können, denn Mach mal laut als Album kam raus, noch ohne Öhrchen, ohne großes Medienspektakel und ist wirklich super eingeschlagen, hat eine tolle Resonanz und auch die Fotos im Playboy, die dann kurz darauf veröffentlicht wurden, wurden auch mit sehr viel Humor, aber auch Wohlwollen angenommen und das fand ich eigentlich total schön. Also der Mai war einfach ein guter Monat für mich. Jetzt bin ich 31 und freue mich auf das neue Lebensjahr.